Hallo und herzlich willkommen zu den aktuellen Nachrichten auf SHK TV. In dieser Woche mit folgenden Themen: SHK-Handwerk wächst gegen den Trend, DG Haustechnik veröffentlicht Studie zum deutschen SHK-Markt, Fachmesse IFH Interm startet am 8. April mit vielen Neuerungen und Verbraucher wünschen sich mehr Transparenz bei den Heizkosten. Gute Stimmung in der SHK-Branche. Das Sanitär-, Heizungs- und Klimahandwerk wächst gegen den Trend und verzeichnete im vergangenen Jahr ein Umsatzplus von 1,4%. Das entspricht einem Gesamtumsatz von rund 38 Milliarden Euro. Ebenfalls im Aufwind die Zahl der Beschäftigten im SHK-Handwerk mit einem Anstieg um 1% auf 346.000 im Vergleich zum Vorjahr. Damit ist das SHK-Handwerk neben den Zimmerern die führende Umsatzsäule der deutschen Bauwirtschaft, bilanziert Elmar Esser, Hauptgeschäftsführer des ZVSHK. Umsatzbringer bei den SHK-Innungsbetrieben war in erster Linie das Sanierungsgeschäft bei Heizungen und Bädern. Hierauf entfallen 74% des Gesamtumsatzes. Der Deutsche Großhandelsverband Haustechnik veröffentlichte eine aktuelle Studie zum SHK-Markt Deutschland. Die Ergebnisse sind so, dass der Großhandel weiterhin ganz klar der Hauptpartner für die Markenhersteller ist. Und dass dann vom Großhandel die Menge, die der Großhandel weitergibt, 95% gehen an den Handwerker. Natürlich spielt der Baumarkt auch eine Rolle, aber die größte Bewegung wird es in Zukunft im Bereich Internet geben, wo reine Internethändler Badprodukte auch vertreiben werden. Herr Ma, was war die Motivation für den DG Haustechnik, die Studie zur Vertriebswegeanalyse in Auftrag zu geben? Ja, wir wollen einfach eine vernünftige Datenbasis haben, um dann auch aufgrund dieser Datenbasis geeignete Maßnahmen einzuleiten, um zu wissen, was wird für die Zukunft prognostiziert und welche Maßnahmen müssen wir einleiten, um uns darauf einzustellen und um unsere Marktanteile halten und um sie auch gegebenenfalls auszubauen. Welche Erkenntnisse ziehen Sie denn jetzt aus der Studie für Ihre zukünftigen Aufgaben im deutschen Großhandel? Grundsätzlich, wenn man die prognostizierten Zahlen für 2016 anschaut, hat der Großhandel nach wie vor eine Berechtigung. Wir werden also kaum verlieren im Markt. Es ist eher so, dass das Internet gewinnen wird, aber eher gegenüber den DIY-Anbietern. Das heißt also für uns als Fazit, wir müssen unsere Leistungen und Kompetenzen stärken, hier Leistungspakete aufstellen für unsere Mitglieder in Zusammenarbeit mit dem Handwerk, um Marktanteile für die Zukunft zu sichern. In welchen Bereichen wird das Ihrer Meinung nach der Fall sein? Also im Fokus steht sicherlich der Bereich Sanitär vor der Wand. Der ist absolut internetaffin und da müssen wir vorwiegend unsere Ausstellungen nutzen, den Endverbraucher in den Ausstellungen bringen und diese Ausstellung als Point of Sale nutzen. Am 8. April startet die IFH Interm, Fachmesse für Sanitär, Heizung, Klima und erneuerbare Energien in Nürnberg. Erstmals neu in diesem Jahr die veränderte Laufzeit von Dienstag bis Freitag. Aber nicht nur zeitlich, auch räumlich und inhaltlich darf sich der Besucher in Nürnberg auf ein erweitertes Angebot freuen. Alle Hallen sind neu aufgeplant, also Sie finden keinen Aussteller mehr an der gleichen Fläche, weil eine neue Halle gebaut worden ist, die Halle 3A. Wir haben auch Rundgänge für unsere Zielgruppen Architekten, Fachplaner, Wohnungswirtschaft. Wir haben eine neue Sonderschau, die Sonderschau Kleinstbad und Gäste-WC. Da zeigen Aussteller, ausgewählte Aussteller, was in 2,5 bis 4 Quadratmetern, was da an Bad reingeht. Genau, da haben wir eine eigene Sonderschau, die Sonderschau Weiter et Bildung. Da zeigen Universität, Meisterschule und Innung, was nach der Gesellenprüfung alles möglich ist. Und was uns natürlich besonders freut, dass wir auch den Nachwuchs fördern. Wir haben das Ausscheidungsqualifikationsturnier. Wir suchen unseren SHK-Vertreter für die Euroskills in Lille. Der Energiedienstleister ISTA hat im Rahmen der SHK Essen die Ergebnisse seiner im Auftrag des Marktforschungsinstituts Forsa durchgeführte Studie zum Energiebewusstsein in deutschen Haushalten vorgestellt. Die wesentlichen Erkenntnisse unserer Forsa-Studie, das ist übrigens schon die zweite, die wir gemacht haben, sind, dass ein Großteil der Deutschen eben nicht weiß, wie viel Energie sie verbrauchen und auch nicht weiß, was das Ganze kostet. Und damit das Ganze nicht so im Fokus hat, wie man es haben müsste bei den Dimensionen, die das inzwischen finanziell ausmacht. Und wie lässt sich das in der Praxis umsetzen?
Ja, ganz einfach Transparenz für den Mieter schaffen und das zeitnah. Ähnlich wie im Auto sehen Sie direkt, wie viel Sie verbrauchen und haben die Möglichkeit zu reagieren und Ihren Verbrauch zu reduzieren. Und das erreichen wir durch unser Funksystem, was wir für die Heizkostenabrechnung einsetzen, was also schon da ist, in Verbindung mit einem Energiedatenmanagement für den Mieter, was online basiert ist und so ihm die Möglichkeit gibt, seine Verbräuche zu beobachten und auch zu reagieren. Entstehen hier die Stochwiederkosten für die Mieter? Ja, danke für die Steilvorlage. Hier ist es eine Win-Win-Win-Situation. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, bei ca. 14% Einsparungen in unseren Tests und einem Break-Even bei 2% wirklich einen deutlichen Nutzen für die Umwelt, aber auch für die Mieter zu generieren und hier eine echte Win-Win-Situation zu erzielen. Das war unsere Nachrichtensendung für heute. Schauen Sie schon am Dienstag zum SHK-TV-Magazin wieder bei uns rein. Bis dahin, machen Sie es gut.